Hallo und herzlich willkommen bei Pflegekraft. Heute beantworte ich schon wieder eine Zuschauerfrage, die jetzt nicht unbedingt was mit Fachwissen zu tun hat. Und zwar hat mich der Mirko gefragt, ob es sich lohnt, Stationsleitung zu werden. Ich werde nicht nur beantworten, ob es sich aus meiner Sicht lohnt, diese Position anzutreten, sondern was es eigentlich bedeutet, Stationsleitung zu sein. Denn ich denke, dass viele unterschätzen, was eine Stationsleitung alles leisten muss. Ich selbst habe mich als junger Pfleger, ich war damals glaube ich 25 oder 26, mal als Stationsleitung beworben. Und bei dem Bewerbungsgespräch war es sehr interessant, denn die Pflegedienstleitung damals hat mir erklärt, was Stationsleitung eigentlich bedeutet. Du bist im mittleren Management und damit eigentlich in einer Sandwich-Position. Du musst die Interessen vertreten deiner Mitarbeiter, klar, aber auch von sehr vielen anderen Leuten und Gruppen, zum Beispiel Ärzte, Patienten, Angehörige, Bereichsleitung, Pflegedienstleitung, Vorstand, Einkauf, Medizintechnik und so weiter und so fort. Und all diese Interessengruppen prassen auf die Stationsleitung ein. Und das ist eine sehr anspruchsvolle Aufgabe, die in meinen Augen oft unterschätzt wird. Und wie sieht die Stellenbesetzung in der Realität für eine Stationsleitung aus? Deine Stationsleitung hört jetzt auf, aus welchen Gründen auch immer, geht in Rente zum Beispiel. Wie wird jetzt eine neue Leitung gesucht? Wird jemand gesucht, der eine spezielle Führungspersönlichkeit ist, der spezielle Fähigkeiten hat, eine Station zu leiten? In der Regel, muss ich dir sagen, habe ich es erlebt, nein. Es reicht aus, wenn du durch überdurchschnittliche Fähigkeiten, überdurchschnittliches Fachwissen auffällst oder dementsprechend dein Engagement. Das heißt, du musst nicht unbedingt irgendwelche Führungsqualitäten mitbringen, kannst aber trotzdem in eine Leitungsposition reinkommen. Ich hätte Leitung werden können, damals, bevor ich aus der Pflege rausgegangen bin, aus einem ganz einfachen Grund. Es war kein anderer dazu bereit, diese Position damals anzunehmen. In letzter Zeit fällt mir immer wieder auf, wenn ich Pflegezeitschriften lese, dass sehr viele Stellen für Stationsleitungen ausgeschrieben sind. Stationsleitungen also dringend gesucht werden. Warum ist es also so schwierig, jemanden als Stationsleitung zu finden? Naja, überleg dir mal. Du musst die Interessen deiner Mitarbeiter vertreten, die wollen vernünftig arbeiten können. Aber du sollst auch die Interessen von zum Beispiel deinem Vorstand vertreten, deinem Arbeitgeber. Der will, dass die Station läuft und dann nach Möglichkeiten mit wenig Personal und kostensparend. Die meisten Leitungen, die ich kennenlernen durfte, haben voll in der Pflege mitgearbeitet und ihre Leitungsfunktion quasi nebenbei erledigt. Überstunden waren ehrlich gesagt an der Tagesordnung, also Dienstplan schreiben. Ich kannte Leitungen, die haben den Dienstplan mit nach Hause genommen und ihn dort geschrieben in ihrer Freizeit. Die ganzen Überstunden, die sie dann geleistet haben, mussten sie dann dementsprechend natürlich auch begründen und rechtfertigen. Und du darfst noch eine Sache nicht vergessen. Du bist dann Leitung, also kein Kollege mehr. Du hast eine gewisse Aufsichtspflicht und musst bei Verstößen dementsprechend durchgreifen. Deine Mitarbeiter werden von dir erwarten und verlangen, dass du irgendwie den Dienstplan so schreibst, wie es ihnen passt, wie sie es gerne möchten und so weiter. Dein Arbeitgeber wird natürlich erwarten, dass du dafür sorgst, dass diese Station mit dementsprechend Personal läuft. Konflikte im Team werden häufig unterschätzt, aber als Stationsleitung bist du dafür zuständig, diese Konflikte zu lösen. Und die nehmen nochmal zusätzlich viel Zeit in Anspruch, die du neben deinen ganzen Aufgaben als Leitung zusätzlich bewältigen musst. Du bist die Interessensvertretung deiner Mitarbeiter, aber die Pflegedienstleitung erwartet natürlich auch was von dir. Zum Beispiel die Umsetzung von neuen Regeln, Richtlinien oder pflegewissenschaftlichen Erkenntnissen. Dann gibt es noch eine Sache, die wahrscheinlich vielen Stationsleitungen gesagt wird und auch mir damals beim Einstellungsgespräch gesagt worden ist. Was wird erwartet? Ein Servicegedanke. Mir sagte die Pflegedienstleitung damals, der Patient ist nicht Patient, der Patient ist Kunde. Das ist in meinen Augen der größte Schwachsinn, den sich die Management-Ebene damals ausgedacht hat. Und ich weiß, dass viele Kliniken den Patienten nicht als Patienten, sondern als Kunde sehen. Kunde und Patient ist aber ein großer Unterschied. Der Kunde sucht sich freiwillig ein Produkt oder Dienstleistung aus, die er haben möchte, zahlt dafür dementsprechend Geld. Es ist komplett freiwillig. Der Patient ist nicht freiwillig in seiner Situation. Natürlich hat er freie Arztwahl, freie Krankenhauswahl und so weiter und so fort. Aber erstens, er zahlt nicht direkt für eine Leistung, die er sich aussuchen kann und er hat meistens keinen Einfluss darüber
oder sehr wenig Einfluss darauf, welche Leistung er denn jetzt bekommt. Es sei denn, du bist Privatpatient oder kaufst irgendwelche Igel-Leistungen bei deinem Hausarzt ein, dann ja, bist du Kunde. Aber wenn du in einem Krankenhaus bist und gehen musst, weil du hast dir jetzt einen Arm gebrochen zum Beispiel, bist du Patient und kein Kunde. Du gehst dort nicht freiwillig hin. Bleiben wir beim Service-Gedanken. Wir in der Pflege erbringen eine Dienstleistung. Das ist Pflege. Wir haben aber auf die Rahmenbedingungen sehr wenig bis gar keinen Einfluss, zumindest aktuell noch. Und da ist auch wieder die Stationsleitung in der Pflicht, denn du musst diese ganzen Rahmenbedingungen irgendwie auf deiner Station beherrschbar machen und solltest irgendwie es nicht dazu kommen lassen, dass irgendeine Situation eskaliert. Und wir kennen das alle, Gemecker von Patienten, Gemecker von Ärzten, Gemecker von Angehörigen und so weiter und so fort. Und da stehst du als Stationsleitung auch irgendwie in der Pflicht, Probleme aufzudecken und versuchen irgendwie zu lösen. Als Stationsleitung hast du natürlich auch die Verantwortung für deine Kollegen. Und das Übliche, was wir alle kennen, was machen Stationsleitungen? Sie schreiben Dienstpläne. Wie groß darf denn die Kopfzahl sein, die du betreust als Stationsleitung? Da gibt es keine Regelung für im Gesetz. Das heißt, es kann sein, dass du für 100 Leute zuständig bist und daraus irgendwie einen Dienstplan schusterst, die mit ihnen Mitarbeitergespräche führst, die Fortbildung organisierst und so weiter und so fort. Und ob man 100 Leute mit einer Leitung irgendwie einigermaßen koordinieren kann, ich glaube es nicht. Natürlich gibt es dann wieder stellvertretende Leitungen, die dann mithelfen können. Aber auch da, wenn du zwei stellvertretende Leitungen kriegst und man die Gruppe aufteilen würde, hätte jeder 33 Mitarbeiter, um die er sich kümmern soll. In meinen Augen nicht realistisch und nicht gut zu schaffen, auch wenn das natürlich in der Praxis passiert. Ich habe letztens mit einem ambulanten Pflegedienst ein Projekt angefangen und ich arbeite mit ihnen zusammen. Und da ist es sehr interessant. Sie haben eine obere Bereichsleitung, wenn du so willst, beziehungsweise Pflegedienstleitung. Und sie haben 50 Mitarbeiter. Was haben sie gemacht? Sie haben Teams gebildet und Teamleitungen ernannt. Das heißt, sie haben 50 Mitarbeiter und 5 Teams, je nach Gebieten, wo sie jetzt in der ambulanten Pflege arbeiten. Und die Teamleitungen für die einzelnen 10 Leute schreiben für diese Leute den Dienstplan und kümmern sich auch um diese Leute. Und das ist in meinem Sinne ein sehr praktikabler Ansatz und eine vernünftige Lösung. Kommen wir zum Schluss. Lohnt es sich, Stationsleitung zu werden? Finanziell? Nein, in meinen Augen. Warum? Es wird von den meisten Stationsleitungen erwartet, dass sie in der Hauptarbeitszeit da ist, also 8 bis 16 Uhr oder im Frühdienst. Einige Stationsleitungen wechseln auf Frühdienst, Spätdienst und sehr selten habe ich auch Stationsleitungen erlebt, die Nachtdienst gemacht haben. In der Praxis bedeutet das, dir fällt in der Regel die Schichtzulage weg. Und du bekommst als Stationsleitung je nach Tarif 200 bis 400 Euro brutto mehr. Die 200 bis 400 Euro fehlen dir aber, auch wieder je nach Tarif, weil du keine Schichtzulage mehr bekommst. Also finanziell lohnt es sich in meinen Augen nicht, Stationsleitung zu werden. Also wenn du es aus finanziellen Gründen machen möchtest, was nicht der Hauptgrund sein sollte, lohnt es sich nicht. Ich würde, wenn ich mich bewerbe auf Stationsleitung, mir sehr genau die Strukturen angucken in diesem Haus. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass sehr große Kliniken mit über 1000 Betten zum Beispiel riesige Molochs sind, Verwaltungsmolochs, wo es schwierig ist, irgendwas an Stationsleitung zum Beispiel durchzusetzen und sehr viel nach unten gedrückt wird zu den Stationsleitungen. Kleinere Häuser dagegen, wo du auch kleinere Teams hast und nicht so viel Bürokratiekram drumherum, da würde ich es eher machen, Stationsleitung zu sein, weil du eher deine Vorstellungen, deine Wünsche durchsetzen kannst vor den Bereichsleitungen und Pflegedienstleitungen. Das ist zumindest das, was ich erlebt habe. Und bei den Gesprächen mit Stationsleitungen kam auch raus, dass die in den großen Häusern häufig Probleme haben. Dann wird eine Stationsleitung quasi zur, habe ich letztens erlebt, Bereichsleitung benannt. Dann hat sie 4 Stationen unter sich und muss diese eine koordinieren. Das Personal wechselt immer auf die 4 Stationen hin und her. Das ist auf einer Ebene, in einem Stockwerk. Du hast irgendwann keine Übersicht mehr, bist aber für alles verantwortlich, was auf diesen 4 Bereichen passiert. Das ist in einem großen Haus, in der Uniklinik jetzt. Wenn du mich also fragst, ich würde mir als Stationsleitung eher ein kleines Haus aussuchen. Es ist vielleicht ein bisschen langweiliger und man hat da jetzt nicht die fettesten Fälle, wenn du jetzt auf einer Intensivstation arbeitest, aber das wäre jetzt, wenn ich in die Pflege zurückkehren sollte und ich würde Stationsleitung machen, würde ich eher ein kleines bzw. mittleres Haus auswählen. Und ich würde mir auch
sehr genau angucken, wie die Führungsstruktur ist und wie gut ich mit der Pflegedienstleitung klarkomme und was ich über diese Pflegedienstleitung erfahren kann. Es gibt Pflegedienstleitungen, die sind zum Beispiel organisiert in irgendwelchen Verbänden oder die haben schon mal eine Stellungnahme zu irgendwas geschrieben oder ein Interview gemacht. Das würde ich mir sehr genau angucken. Klar, man kann in einem Interview viel erzählen und es dann trotzdem anders machen, aber ich würde gucken, wie es ist. Plus, ich würde mit den Mitarbeitern reden. Wie läuft es dort? Ich würde, wenn du jemanden jetzt eine Stationsleitung übernimmst und dort ist jemand noch Stationsleitung, würde ich fragen, wie läuft es dort? Das würde ich erwarten, auch beim Bewerbungsgespräch, dass ich mich mit der Stationsleitung, die dort ist, unterhalten darf und mir einmal angucken kann, was erwartet mich da, was kommt auf mich zu. Plus, als letztes, Gehalt. Wenn du weißt, dass das Haus schon sehr lange eine Leitung sucht und keine Person findet, dann würde ich auch mehr verlangen, als mir nach Tarif eigentlich zusteht. Das kommt in letzter Zeit immer öfters, dass man höhere Gehälter aushandeln kann und das würde ich auch im Hinterkopf behalten. In dem Sinne, Mirko und alle anderen. Lohnt sich Stationsleitung zu werden? In einigen Häusern ja, in anderen Häusern würde ich sagen nein. Das musst du selbst wieder rausfinden und ich hoffe, es ist klar geworden, was eine Stationsleitung noch nebenher alles leisten muss, als nur einen Dienstplan zu schreiben, in Anführungsstrichen. Mein Name ist Lukas Maximowski, Fachgesundheits- und Krankenpfleger für Anästhesie und Intensivpflege. Ich wünsche euch einen ruhigen Dienst. Bis zum nächsten Mal. Ciao.